Freundschaft bedeutet nicht nur geben und nehmen. Es bedeutet vielmehr, einander vertrauen können, miteinander lachen, sich Sachen anvertrauen, immer für den anderen da sein und noch vieles mehr. Solange die Freundschaft hält, ist auch das Monster gebannt, das sich in Hass auf dich stürzen will. Was aber, wenn die Freundschaft zerbricht? Dann bist du alleine, fällst in die Tiefe der Verzweiflung, der Enttäuschung und der Wut. Niemand, der dich vor diesem Sturz bewahrt. Du bist einfach nur geschockt und fragst dich, warum nur? Nun kommt das Wesen, dessen Ziel es ist, dich voller Hass zu machen. Nun kommt das Monster. Es wird dir Dinge erzählen, die du zuerst nicht glauben willst und einfach nicht glauben kannst. Doch nach und nach wirst du voller Schmerz erkennen müssen, dass es stimmt, was das Wesen sagt. Die Person hat dich nichts weiter als verraten, verkauft, belogen und dein Vertrauen ausgenutzt. Deine Verzweiflung wird dem Hass weichen und du willst der Person zurückzahlen, was sie dir angetan hat. Gesagt, getan. Du stehst vor ihrer Tür und klingelst. Ihre Eltern sind weggefahren und sie ist ganz alleine zu Hause. Das weißt du. Die Tür öffnet sich. Verwundert schaut sie dich an und denkt, dass du dich wieder mit ihr vertragen möchtest. Einfach nur naiv. Mit langsamen Schritten gehst du rein, deine Hand wandert in deine Jackentasche und befühlt vorsichtig den scharfen Gegenstand darin. Sie wartet darauf, dass du etwas sagst, doch stattdessen gehst du ein paar Schritte vor, bis du vor ihr stehst. Dann zückst du das Messer hervor, seine Klinge reflektiert das Licht und die Person bekommt große Augen. Mit kalter Stimme sagst du zu ihr, tja, das hast du davon. Voller Angst stammelt sie irgendwas vor sich hin, doch mit einer schnellen Bewegung hast du schon ihre Kehle durchtrennt. Blut spritzt auf deine Kleidung und auf den Boden. Ihr Körper fiel nach hinten. Mit zufriedenem Blick schaust du ein letztes Mal auf sie und sagst dann, du wolltest meinen Tod, doch den bekommst du nicht.